Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich weiß nicht, ob es Ihnen wie mir geht. Ich war von diesem Feuerwerk von Ideen, auch von neuen Perspektiven überwältigt. Habe mir dann Gedanken gemacht, wie können wir das weiterbringen, denn es sind so viele Perspektiven, so viele Fakten gewesen, auch zum Teil innovativ die Fragen behandelt, in einer Art und Weise, wie ich sie noch nicht gehört habe, dass wir jetzt versuchen werden, in dieser Podiumsdiskussion zumindest einige Konsequenzen zu ziehen, einige Fragen dann auch so weit zu bringen, dass sie für die konkrete Arbeit hilfreich sind. Was mir aufgefallen ist, ist, dass von den vier Rednern, die wir bislang hatten, zwei von der, möchte ich sagen, zynisch, machtpolitisch, zwischenstaatlich, geostrategischen Perspektive argumentiert haben, wobei das ja nicht zynisch ist, ich habe das Wort bewusst genommen, sondern es wird ja in der internationalen Politik so diskutiert, Großmächte agieren so, Geopolitik ist ein Faktor, ist ein ganz wichtiger Faktor, und zwei der Teilnehmer von der ethisch-moralisch-rechtlichen Seite mehr argumentiert haben. Ich nehme heraus, 5 Minuten auch ein kurzes Statement zu geben. Herr Dr. Weißmann wird das selber machen, und dann steigen wir in eine Diskussion ein, die hoffentlich dann eine Diskussion wird, wobei die Diskutanten, ich möchte noch mal darum bitten, dann auch wirklich Statements bei 90 Sekunden, 2 Minuten zu belassen und nicht weitere Co-Referate anzufangen. Die Theorie der internationalen Beziehungen, die ich noch hineinbringen möchte, wir haben jetzt von der Geschichte gehört, wir haben vom Recht, von der Rechtsperspektive gehört, hat verschiedene Perspektiven. Also Ken Walsh sprach von einem First, Second and Third Image. First Image, wenn die Menschen gut sind, werden die Beziehungen der Völker gut. Sehr verkürzt. Second Image, wenn die Gesellschaften gut sind, werden die und die Gesellschaften prägen und die Gesellschaftsform prägt die Art der internationalen Beziehung. Also faschistische Regimes führen Krieg und Demokratien führen keinen Krieg. Das wäre das sehr verkürzt. Und das Third Image ist, dass die Position im internationalen System die Politik bestimmt und zum Teil auch die Innenpolitik bestimmt. Das heißt, große Staaten, Großmächte agieren irgendwann imperial, Kleinstaaten agieren wie Kleinstaaten und Mittelmächte agieren wie Mittelmächte. Das ist ein bisschen aus der Mode gekommen, zumindest in Europa darüber nachzudenken. Die Amerikaner tun das die ganze Zeit, wie Kollege Desaias sicherlich testieren kann. Ich möchte einen Aspekt hinzubringen, den Aspekt der hegemonialen Zyklen, den mein Professor in Princeton Robert Gilpin, er ist letztes Jahr verstorben, in seinem Buch War and Change in World Politics gebracht hat. In aller Kürze, Sie können das da nachlesen, ich habe es auch auf YouTube schon referiert. Die internationale Ordnung ist trotz aller Rechtsbestrebungen immer noch auch zu einem großen Teil anarchisch und eben nicht vom Völkerrecht geregelt, sondern es gilt das, was Thukydides vor mehr als 2000 Jahren gesagt hat, die Starken machen, was sie wollen und die Schwachen leiden, was sie müssen. Der große Historiker des Peloponnesischen Krieges, und deswegen sind die Verfechter dieser Theorie der hegemonialen Stabilität, gehen davon aus, dass es eben einen Hegemon, eine Supermacht gibt, die eben das Rechtssystem sichert, England im 19. Jahrhundert und jetzt natürlich die USA, und dass dieser Hegemon sich schon Privilegien herausnimmt, aber dass durch die Stabilität, die er schafft, auch alle anderen profitieren. Und dann, so Gilpin, setzt sich diese Ordnung fest und dann irgendwann steigen neue Mächte auf, sei es, weil sie fleißiger sind, sei es, die Technologie ändert sich, die Gesellschaft ändert sich, wie auch immer. Und diese neuen Mächte werden immer mächtiger. Und dann kommt man in Richtung Multipolarität und der Hegemon, der Platzhirsch, verteidigt seine Privilegien immer aggressiver. Und dann hat es in der Vergangenheit leider oft große Verwerfungen, auch Kriege gegeben. Und die Situation sieht man ganz klar um 1900. Kollege Höbel sprach darüber, über den Potenzialzuwachs des Deutschen Reiches. Und das sind dann einfach die ökonomischen, die graduellen Veränderungen im internationalen System, die zu Konflikten, zu Krisen führen können, wie jetzt auch wieder der Aufstieg Chinas und verschiedene andere demografische und ökonomische Konflikte, sagte schon John Maynard Keynes, dass die großen Veränderungen und Umbrüche in der Weltgeschichte oftmals dem Fanatismus von Fanatikern oder dem religiösen Fanatismus zugeschrieben werden, in Wahrheit aber, oder der Weisheit von Staatsmännern, in Wahrheit aber die Konsequenzen gradueller Veränderungen der ökonomischen Basis, um mit Marx zu sprechen, sind. So, die Situation heute könnte ein bisschen strukturell, wenn wir uns das internationale System anschauen, der von 1900 gleichen.
Und man sieht schon in der Führungsmacht des Westens hegemoniale Tendenzen. Man sieht, dass Robert Kaplan darüber schreibt, dass man als Amerika ein kriegerisches, ein heidnisches Ethos entwickeln müsse. Also Warrior Politics, why we need a pagan ethos, warum wir ein heidnisches Ethos entwickeln müssen. Ich habe gerade noch Kagan gelesen, der über die Rückkehr von Marco Polos Welt spricht, also eine fragmentierte Welt. Also wie bringen wir auf der einen Seite die immer noch existente Realität der Machtpolitik, der militärischen Intervention, auch der Umsturz der Geheimdienstaktivitäten, die nach wie vor ja stattfinden auf der Welt, da hat sich so viel nicht geändert in den letzten 200 Jahren, mit den Ansprüchen des Völkerrechts zusammen. Das wäre meine kurze Intervention. Jetzt übergebe ich nochmal für 5 Minuten an Dr. Weißmann, bevor ich die allgemeine Diskussion eröffne. Es funktioniert. Ja, meine Damen und Herren, ich habe gestern an der Feierstunde des Deutschen Bundestages teilnehmen dürfen als Gast. Und ich muss sagen, die Diskrepanz zwischen dem, was dort gesagt wurde, dem, was heute hier gesagt und vorgetragen wurde, was man dort als zentrales Thema betrachtete und was man hier als zentrales Thema betrachtete, unterschiedlicher konnte es kaum sein. Das hat meiner Meinung nach aber eben auch einen Nachteil. Wenn wir den Ausgangspunkt 1918 wählen, dann muss meiner Meinung nach eben auch ein Blick geworfen werden auf die besondere, wenn man so will, psychologische Situation, in der sich die Deutschen seither befunden haben. Und das ist eben nicht nur eine Situation, sondern es sind verschiedene. Als der Krieg 1918 mit einem Zusammenbruch, so der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann, mit einem Zusammenbruch endete, hatte das zur Konsequenz, dass über Deutschland eine große Welle nach links hinwegging. Massenhaft waren die Menschen davon überzeugt, es stünde ein neues Zeitalter bevor. Dieses neue Zeitalter werde gekennzeichnet sein von Sozialismus, Menschheitsverbrüderung, allgemeiner Gleichheit. Diese Vorstellung hat nicht einmal ein gutes halbes Jahr durchgehalten. Aber sie hat noch dazu geführt, dass bei den Wahlen zur Nationalversammlung 1919 die überwältigende Mehrzahl derjenigen, die zur Wahl gegangen ist, für die Parteien der sogenannten Weimarer Koalition gestimmt hat. Das heißt, über 70% der Deutschen waren überzeugte Demokraten und ganz und gar davon durchdrungen, dass das jetzt, die republikanische soziale Republik, die Ordnung sei, die man anerkennen und unterstützen müsse. Ein Jahr später ist es nicht einmal mehr etwas mit einer relativen Mehrheit für Sozialdemokraten, Zentrum und Linksliberale. Und dabei bleibt es bis zum Ende. Und die Frage ist natürlich, was ist geschehen? Das, was geschehen ist, hat Ernst Troeltsch die Welle von rechts genannt. Das heißt, der Schock des Versailler Vertrages, und das ist mir heute doch ein bisschen zu kurz gekommen, der kollektive Schock, unter dem die Deutschen standen, nachdem ihnen klar wurde, was dieses Kriegsende und ihre Niederlage für sie bedeuten würde. Dass wir kaum noch nachvollziehen können, dass der sogenannte Kriegsschuldartikel und die Behauptung der alleinigen Kriegsschuld Deutschlands eine massenhafte Empörung und als eine Demütigung empfunden wurde, die fast alle Deutschen als Demütigung empfanden, vielleicht abgesehen von den Anhängern der USPD, das ist das eine. Das zweite ist aber, dass die Deutschen damals zum ersten Mal eine bestimmte Lektion gelernt haben. Die Lektion war, wir haben, obwohl es uns schwer gefallen ist, für einen historischen Moment für bare Münze genommen, was die Siegermächte dieses Krieges postuliert haben. Nämlich, dass in Zukunft eine andere Welt bestehen wird, in der keine Geheimdiplomatie mehr existiert, in der alle Verträge offengelegt werden, es keine Abmachungen unter der Hand geben soll, Gerechtigkeit und das Prinzip des Selbstbestimmungsrechts für alle Völker zu gelten hat. Und sie haben innerhalb weniger Monate begreifen müssen, dass ihre ältere Skepsis und ihr Vorbehalt, der ja in der deutschen Staatslehre eine große Rolle spielte gegenüber solchen Postulaten, offensichtlich eher am Platz war. Denn da hatte man Dinge in die Welt gesetzt und behauptet, die ja offenbar lediglich zum Zweck der Täuschung gedient hatten, Deutschland zu entwaffnen und es davon zu überzeugen, es werde mit einem, wenn nicht milden, dann doch aber mit einem gerechten Frieden rechnen können. Die Situation der Zwischenkriegszeit ist meiner Meinung nach seelisch für die Deutschen ganz wesentlich von dieser Wahrnehmung, übertölpelt, getäuscht worden zu sein, geprägt gewesen. Und das ist
mit ein Grund dafür, dass man sich in einem zweiten Anlauf noch einmal, ich sage jetzt einem bestimmten Form des Zynismus und des Machiavellismus in der Machtpolitik ausgeliefert hat. Als die Alliierten 1941 im August, noch vor dem Kriegseintritt der USA, die Atlantikcharta verabschiedet haben, hat das in Deutschland bei niemandem Glauben und Vertrauen gefunden, der sich noch an die 14 Punkte von Wilson erinnern konnte. Denn in der Atlantikcharta stand unter anderem, dieser Krieg werde nicht geführt, um irgendeine andere Nation zu unterwerfen. Dieser Krieg werde enden ohne Sieger und Besiegte und er diene dazu, das deutsche Volk von der Nazi-Tyrannei zu befreien. Wörtlich. 1945 aller spätestens sind die Deutschen ein zweites Mal belehrt worden, was von solchen Postulaten zu halten war. Es wurde ja darauf hingewiesen, natürlich, das Kriegsende 1945, verglichen mit dem von 1919, war ja nicht mal als Super-Versailles angemessen zu qualifizieren. Es war eine totale Niederlage und mit uns ist so verfahren worden, wie die Mächtigen verfahren konnten. Aber im Gefolge der weiteren Jahrzehnte und da gibt es eine kleine Pause, aber seit den 60er Jahren hat sich diese Vorstellung durchgesetzt, haben die Deutschen gelernt, kollektiv sich wieder zu Anschauungen zurückzuzwingen, die eigentlich mit historischer Erfahrung nichts zu tun haben. Wenn Sie heute mit nicht nur Politikern, sondern mit all denjenigen, die als Sinnvermittler und Meinungsmacher und Multiplikatoren in den Institutionen sitzen, darüber reden, was eigentlich das Verhältnis der Staaten und Völker untereinander bestimmen sollte, dann werden Sie all die freundlichen Begriffe von Frieden, Gleichheit, Gerechtigkeit, Ausgleich und so weiter zu hören bekommen. Aber dahinter lauert eine andere Realität. Meine große Sorge ist, dass wenn man die Deutschen ein drittes Mal in einer Abfolge von etwas mehr als 100 Jahren einem Realitätsschock aussetzt, was denn tatsächlich in der internationalen Politik hinter bestimmten Maßgaben und hinter bestimmten Prozessen steckt, dann wird das möglicherweise eben auch zu psychologischen Folgen führen, die wir uns nicht wünschen können. Deshalb bin ich der Auffassung, dass es unbedingt auch eine Aufgabe der Stiftung ist, ein realistisches Politikverständnis zu fördern und sich klarzumachen, dass zwischen dem, was da geredet wird und dem, was da tatsächlich ist, ein Unterschied besteht und dass Interessen eine entscheidende Rolle spielen. Und um eine konservative Margaret Thatcher zu zitieren, dass Völker gemeinhin keine Freunde haben, sondern Interessen. Bevor wir in die Diskussion einsteigen, eine knappe Stunde, gibt es nachher noch die Möglichkeit, Fragen zu äußern. Dazu sammeln wir Zettel ein. Hinten an dem Tisch wird Herr Nienaber die Zettel einsammeln. Sie können also Fragen äußern und ich bekomme die dann vorgelegt und ich werde versuchen, möglichst viele davon gegen Ende der Diskussion zu berücksichtigen. Also ich verlese dann die Fragen und dann versuchen wir gemeinsam eine Antwort darauf zu finden. Der Zettelkasten ist eröffnet, das nur so viel. Jetzt möchte ich in die Diskussion einsteigen. Ja, wie bekommen wir diese realistische Sicht, die von einigen geliefert wurde auf die Zeit und auch angemahnt wurde, mit den moralischen Prinzipien zusammen, die uns natürlich leiten sollten? Wer mag die Diskussion eröffnen? Für einen Historiker natürlich sehr spannend. Ich würde mal ein bisschen Vergleichsbasis versuchen. Du hast gesagt, die Deutschen sozusagen dieser Schock zweimal. Wenn man vergleicht, fast jede europäische Nation hat so einen Schock oder Trauma in ihrer Geschichte, mit Ausnahme wie immer der britische Sonderweg. Die Briten haben das nicht. Die Franzosen sind im 19. Jahrhundert zweimal ziemlich geklopft worden, die Polen mehrfach geteilt, die Italiener sind 43 zerfallen und so weiter. Die Engländer natürlich nicht. Ne? Die fürchten, dass er jetzt kommt, wenn sie in der EU bleiben. Ne? Was für uns wieder schade ist, wenn sie gehen, weil sie waren die einzig Vernünftigen dort. Aber gut. Also das. Und die andere Sache ist die mit der Mentalität. Mir fällt immer so auf, der amerikanische Süden. Eine auch Gegend, die sehr verloren hat. Wilson sagte immer, ich weiß, was Krieg heißt, ich komme aus dem Süden.
Die haben 100 Jahre lang den Traditionen festgehalten, solange sie eine arme, vernachlässigte Region waren. Jetzt sind sie reich, mächtig und beherrschen die USA und jetzt geben sie Traditionen auf, weil die nicht mehr geschäftsfähig sind. Das ist nicht gut fürs Image und jetzt sind sie nicht mehr Rednecks, jetzt sind sie Internationale und so weiter. Okay, ein bisschen kommt mir das mit Deutschland vor. 50er, 60er Jahre war Deutschland verglichen mit heute ein höchst konservativ nationales Land. Das war nach 45. In dem Moment, wo sozusagen seit Helmut Schmidt Deutschland nun wirklich ökonomisch so gewachsen ist, das war die Frage Rückwirkung Ökonomie, Politik, die ist ja nicht immer so einfach, wie Marx glaubt, dass seitdem wir sozusagen wieder wer sind, jetzt kriege ich mich da mal ein, das deutsche Kollektiv, seither sind wir vorsichtig und sprechen den anderen schön, damit sie uns unsere materiellen Interessen vielleicht ja doch gewähren. Also sozusagen aus der Perspektive des Exportkaufmanns bin ich nicht sicher, ob der seine Interessen vernachlässigt. Aber der sagt das Blabla, das die anderen hören wollen. Und das haben wir uns irgendwie alle angewöhnt. Kleine Völker sind stur, die haben nichts zu verlieren. Und da kommt mir der Unterschied zwischen den kleinen Völkern Ost-Mitteleuropas, die einfach sagen, realpolitisch, für uns ganz klar, wir strecken uns nach der Decke. Wir haben ja nicht, keine große Rolle zu spielen. Wir make the best of it. Und Deutschland hat ein bisschen das Problem der Mittelmacht, dass es nicht klein genug ist, um zu sagen, ach was, die reden, ist uns gleich, wir schön durch. Es ist aber auch nicht ein Amerika oder China, das sagt, so wie wir wollen, geschieht es auch. Sondern wir sind, Deutschland ist genau mittendrin, quasi zwischen diesen beiden widerstreitenden Impulsen und das ist die Schwierigkeit. Deutschland ist deswegen ein bisschen mental der kranke Mann Europas, weil es immer noch halb hegemonial ist. Ja, es wird schwer, jetzt da direkt da reinzusteigen. Also ich würde schon sagen, dass was wir heute haben, dieser völlig hemmungslose Idealismus am deutschen Wesen soll die Welt genesen, und zwar dadurch, dass der Deutsche sich selbst abschafft und irgendwie in der Weltgemeinschaft aufgeht oder in der europäischen Gemeinschaft aufgeht, das lässt sich schon unmittelbar in der Geburtsurkunde der Bundesrepublik Deutschland meines Erachtens ablesen. Also wenn Sie Reden des hessischen Ministerpräsidenten von 1948 lesen, dann haben Sie eigentlich genau diese gleiche Phraseologie, das Zeitalter der Nationalstaaten ist vorbei, es kommt jetzt das Zeitalter des globalen Friedens. 48 gab es schon, die Bundesländer gab es ja etwas früher, da gab es jedenfalls schon in Hessen diese ganzen Debatten, die wir ja heute kennen. Da gibt es auch übrigens schon die Debatten ums Schulsystem, das dreigliedrige Schulsystem sei abzuschaffen, wir brauchen ein einheitliches Schulsystem und bestimmte Sachen mit der Gleichberechtigung der Frau, die noch nicht so richtig verwirklicht ist mit dem Wahlrecht. Also diese Themen, die wir da heute eben haben und dieser unbedingte Wille, es wird besser für die Welt sein, wenn die Deutschen sich endlich aufgeben. Das formuliert ja auch schon Schrenk-Notzing in der Charakterwäsche steht es ja so schön drin, dass eben die Welt dann besser ist, wenn die Welt endlich den Endsieg des idealen Menschen, wie er sein sollte, gesehen hat über den Deutschen, wie er ist. Das ist diese Stimmung, die finden Sie schon auch in den 50er Jahren. Also zumindest mal parallel zwischen den nationalkonservativen Elementen, die es damals noch gegeben hat, schon auch als Gründungserzählung der Bundesrepublik. Die Bundesrepublik ist dazu angetreten, sich quasi selbst abzuschaffen und in Europa aufzugehen. Also zumindest auf kultureller Ebene, sagen wir, auf politwissenschaftlicher Ebene, auf literarischer Ebene, da gibt es ja diese ganzen Leute wie Günter Grass und so, die das ja immer kultiviert haben, die haben diese Botschaft permanent und pausenlos unter das Volk getragen. Insofern glaube ich nicht, dass man sagen kann, dass diese Abwendung ins absolut Idealistische damit zusammenhängt, dass wir irgendwann im Wirtschaftswunder so sehr reich geworden sind, dass wir sagen, oh gut, wir machen jetzt hier einfach mal, sondern das ist tatsächlich eine Folge der Niederlage und gehört zur Gründungsurkunde der Bundesrepublik. Wir müssen uns jetzt einfach abschaffen. Dazu nur sekundierend zwei oder drei Sätze. Franz Werfel, der Ehemann von Alma Mahler, Komponist, hat in seinem letzten Roman ja sinngemäß geschrieben, ich krieg's nicht ganz zusammen, zwischen Weltkrieg II und Weltkrieg III haben die Deutschen beschlossen, Weltmeister der Moral zu werden und allen anderen extrem hypermoralisch entgegenzutreten. Das ist in diesem Buch drin, das ist ein dicker, dicker Roman, nicht sehr leicht zu lesen, aber dieses Zitat ist natürlich erleuchtend, ist 1944 oder 45 oder 46 im amerikanischen Exil geschrieben. Also das als Sekundation. Also wenn wir unsere
unseren Zustand jetzt hier in Deutschland betrachten und Europa, zeichnet sich Deutschland dadurch aus, ob man das Auszeichnen überhaupt nennen kann, dass hier zunehmend Gesinnungsethik versus Verantwortungsethik praktiziert wird. Und Max Weber hat ja gesagt, Gesinnungsethik sollten sich nur diejenigen leisten, die also jetzt sich katholisch orientieren oder in ein Kloster gehen. Aber für die Politiker ist unabdingbar, dass sie Verantwortungsethik betreiben. Es ist ja schön, wenn die Menschen allen auf der Welt Gutes tun wollen. Wer möchte das nicht mehr? Jeder von uns möchte sicher jemandem, der Not ist, helfen. Nur zu glauben, dass man das leisten kann, das ist eine andere Sache. Da muss man sich, ich empfehle jedem, der sagt, wir müssen Afrika helfen, werfen Sie einen Blick auf die Landkarte und dann werden Sie sehen, Afrika, ein Kontinent, in dem China, Indien, die Vereinigten Staaten, Kanada und die gesamte Europäische Union spielen Platz haben mit einer Geburtenrate, die so rasant ist, dann weiß man bei bestem Willen, es ist nicht möglich. Und so ist das. Und der frühere Bundespräsident Joachim Gauck hat etwas sehr Richtiges gesagt. Ich weiß, es wird viel über ihn kritisiert. Er sagte, unser Herz ist weit, aber unsere Möglichkeiten sind begrenzt. Und das sieht man hier in Deutschland scheinbar zunehmend nicht. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, wir müssen sehen, dass man sich der politischen Realität stellt. Gutes tun wollen ist alles in Ordnung. Aber wenn man damit ein ganzes Gemeinwesen am Ende zerstört, dann glaube ich, ist es der falsche Weg. Steinbach und von Herrn Dr. Weismann. Und die Täuschung, die sicherlich psychologisch gewirkt hat und auch bei der Dolch-Legende eine Rolle gespielt hat im Ersten Weltkrieg, auch die Täuschung mit der Atlantik-Charta oder mit den Prinzipien der Vereinten Nationen 1945. Alle diese Momente sehe ich in einer viel kompliziertere und tiefere Situation heute in Erscheinung treten, nämlich die totale Umwertung der Werte, die Zerstörung der Sprache, die Zerstörung der Begriffe, die Instrumentalisierung des Rechts, um den Rechtsstaat zu vernichten, die Instrumentalisierung der Menschenrechte, um die Menschenwürde zu vernichten. Ich bin dabei, ein Buch zu schreiben mit dem Titel The Human Rights Industry, also die Menschenrechtsindustrie. Ich glaube, ich kann darüber schreiben, weil ich war 25 Jahre in verantwortungsvoller Stelle im Büro der seinerzeit Division of Human Rights, Center for Human Rights, Office of the High Commissioner for Human Rights, war Sekretär des Menschenrechtsausschusses und ich war der Chef der Beschwerdeabteilung, so Greffier, Registrar. Dann war ich natürlich Professor des Völkerrechts und Professor der Menschenrechte. Ich war auch 7 Jahre lang Präsident des PEN-Clubs in der Schweiz und als Präsident einer nicht-gouvernementalen Organisation, die sehr viel Menschenrechte betreibt und vor allem Schutz der Meinungsfreiheit habe ich sehr viel gesehen. 6 Jahre lang war ich UNO-Sonderberichterstatter für Demokratie und für Gerechtigkeit. So einen langen Titel werde ich Ihnen sparen. Wie dem auch sei, was ich gesehen habe, ist eine Instrumentalisierung von Begriffen im menschenrechtlichen Bereich, die dazu führen, dass man wesentlichere Werte zerstört. Ich habe mich
gegen die Teilung der Menschenrechte in Menschenrechte der ersten, zweiten, dritten Generation. Ich finde das völlig künstlich und das fördert natürlich die Rechte der ersten Generation und vergisst alle anderen Rechten. Aber weshalb haben wir eine ganze Struktur, alle diese Mechanismen, um die Menschenrechte zu schützen? Ich meine, das wesentlichste Menschenrecht von allen, natürlich das Recht auf Leben, das liegt auf der Hand, aber für uns die Weiterleben, was wollen wir aus den Menschenrechten? Nämlich, wir wollen ganz einfach das Recht zu sein, was wir sind, was ich als the right to be you. Also das ist im Grunde genommen das Recht auf die eigene Identität, die eigene Kultur, die eigene Geschichte. Und das wird unterminiert mehr und mehr von unserem Büro des Hochkommissars für Menschenrechte, von dem Menschenrechtsrat. Und jetzt durch diese massive Täuschung des sogenannten UN Migration Pact. Also ich warne vor diesem UN Migration Pact, den ich für äußerst gefährlich halte, denn letzten Endes wird es dazu führen, dass nicht nur der Nationalstaat, aber die nationalen Kulturen, sei es die ungarische oder die slowakische oder die tschechische oder die deutsche, durch massiven Migrationen dann zerstört werden. Das ist nicht Menschenrechte. Natürlich wollen wir den Menschen helfen. Ich bin praktizierende Katholik. Ich will den Menschen in Afrika helfen. Ich will den Menschen in Asien helfen. Ich will den Syrien helfen. Aber vor allem dort, in Afrika, in Asien, in ja, so, zurück zum Thema Täuschung. Es ist nicht das erste Mal, dass man täuscht. Machiavelli war ein Meister und hat es befürwortet, dass man täuschen soll. Aber Lewis Carroll in Alice in Wonderland hat eine wunderschöne Passage zwischen Alice und Humpty Dumpty über die Zerstörung der Sprache. Und auch natürlich George Orwell mit den ganzen Passagen über Newspeak und so weiter. So, man muss sich sehr, sehr in Acht nehmen und so viel Widerstand leisten wie möglich. Ich finde es, so sehr ich Präsident Trump ablehne, so sehr ich vieles, was der Trump macht, ablehne, in einer Sache hat er recht, nämlich diesen Migrationspakt abzulehnen. Also ich hoffe, dass die Ablehner, nämlich Ungarn und Österreich und ich glaube also schon Kanada, oder? Ja, ja, dass jedenfalls, dass die Anzahl der Staaten, die Widerstand leisten, wächst. Denn diese Täuschung ist ein bisschen ähnlich wie seinerzeit Resolution des Sicherheitsrates 1973. Das war die Resolution zu Libyen. Ja, zu Libyen. Und was ist passiert? Man sagte, humanitäre Hilfe, humanitäre nur für die Zivilisten und so weiter und so fort. Was hat man gemacht damit? Regime Change. So sehr, sehr aufpassen. Ich möchte das mal eine Runde weiterdrehen. Wir haben viele Forderungen, viele Problemanalysen, wo wir uns auch eigentlich einig sind im Publikum und im Forum, mehr oder weniger. Wie können wir denn eine Friedensordnung, eine den Völkern gerechte Ordnung schaffen unter den realpolitischen Gegebenheiten, die wir haben, den relativen Abstieg Europas und so weiter in der Welt? Wie bekommen wir das hin? Ganz konkret und möchte ins Podium fragen, haben Sie konkrete Ideen, wie die Friedensordnung in Europa auszusehen hat?
primär mal stabil. Ich glaube, das Problem der europäischen Ordnung ist diese schöne sonntagsredenähnliche Formulierung, ever closer union. Die USA hat eine Verfassung, die hat 200 Jahre mit geringen Amendments überdauert, die wurde auch vom obersten Gerichtshof ab und zu ein wenig, sagen wir, interpretiert, aber das ist stabil geblieben. Die wird immer noch verehrt. Die Leute kennen auch noch die Gründungsväter. Eine Verfassung, die ever closer wird, die sich ständig verändert, ist keine Verfassung. Das ist der Punkt, warum viele Leute an der EU zweifeln. Nicht, weil sie mit dem bestehenden Zustand nicht leben können, sondern weil sie fürchten, der bestehende Zustand ist kein Zustand, sondern ein Trend, der zu etwas führt, was sie gar nicht kennen und vielleicht nicht wollen. Daher, Kompetenzen kann man verteilen, so oder so, korrupt ist alles, ganz klar. Aber es muss mal dabei bleiben. Und die schlimmste Kompetenz ist die, die auf vier Ebenen geteilt ist und die fahren ständig hin und her und geben Geld aus. Da kann ruhig was zentralisiert werden mal, dafür was anderes wieder heruntergenommen. Und bitte, ich mache das jetzt nicht nur aus quisquilen Historiker, kommen Sie ein bisschen weg von dem, ich sage es jetzt, weil wir eine Diskussion haben, ein bisschen brutal, dem deutschen Selbstmitleid. So auf die Art, wir haben diese spezielle Situation, weil wir 18 und dann wieder 45 geschlagen und umerzogen worden sind. Die Probleme, von denen wir reden, Herr de Sayas, das haben alle Westeuropäer. Zumindest die gesamte Kern-EU. 5 von 6, die Italiener nehme ich ein bisschen aus, die haben genau dieselben Trends. Trotz einer höchst unterschiedlichen Geschichte und Mentalität. Überall dieselbe Idee. Nationalstaat aufgeben, Europa, aber Europa soll auch kein Staat sein, offene Grenzen, Herr Wirsching und so weiter. Ja, ja. Das heißt, das ist nicht ein Spezialproblem von uns, dass zumindest das westliche Europa, Skandinavien kann man jetzt lange reden, ist nicht so wichtig, dass das wirklich hat. Ne? Und da muss man einen gemeinsamen Lösungsansatz finden. Und eine Voraussetzung, und die ist sozusagen in der Alltagsarbeit jetzt mal wichtig, ist, wir sehen in Europa, die Linke, und auch in ganz Atlantisch, die Linke versteht sich blendend. Unsere Linke umarmen die Democrats, auch wenn die was ganz anderes wollen. Wir fangen schon an Trump herum zu kritisieren. Und der vielleicht an uns. Und die Linke freut sich natürlich. Ganz klar. Die spielt das aus und sagt, bitte, Sie sind in Ordnung, Sie sind europäische Konservativer. Der Trump ist so fürchterlich. Den Amerikanern sagen sie, ihr seid in Ordnung und christlich. Aber die Europäer sind Nazis, nicht wahr? Und wir fallen alle drauf rein. Und das muss ein Ende haben. Also diesen Gesichtspunkt einer blauen Internationale finde ich sehr sympathisch. Müssen wir über die Realisierungsmöglichkeiten vielleicht auch nochmal nachdenken. Aber davon abgesehen, also ich glaube eben, dass wirklich eines der Kernprobleme tatsächlich in diesen Mentalitätsfragen wurzelt. Und ich möchte nochmal einen Schritt zurück machen. Es ist so, ein sehr kluger deutscher Historiker, deswegen auch vergessen, hat mal gesagt, es gibt drei außenpolitische oder drei politische Stile. Einen angelsächsischen, es gibt eine Maske und es gibt ein Gesicht. Aber die Betreffenden glauben, dass Maske und Gesicht eins sind. Den französischen oder man könnte sagen den romanischen. Es gibt eine Maske und ein Gesicht und gelegentlich wird die Maske gelüftet und man sieht das Gesicht. Und dann gibt es noch den deutschen, nur ein Gesicht, keine Maske. Und ich glaube, dass das eben wirklich eines unserer Kernprobleme ist. Denn wenn wir über eine Friedensordnung reden und jetzt uns fragen, sind wir deshalb für Monsieur Macrons Vorschlag, eine europäische Armee zu schaffen? Und wissen wir, was das bedeutet? Und wissen wir vor allen Dingen, wer diese europäische Armee wird bezahlen müssen? Ja? Wie soll jetzt ein Ausgleich stattfinden, solange nicht alle Beteiligten insofern die Karten auf den Tisch gelegt haben, dass man sagt, Deutschland hat bestimmte legitime Interessen aufgrund seiner Größe, seiner Wirtschaftskraft, seiner Bedeutung innerhalb der Europäischen Union. Wir verstehen, dass selbstverständlich das für die anderen europäischen Länder kein ganz angenehmer Zustand ist. Aber wenn man einen realistischen Politikbegriff zugrunde legt, dann wird das eben auch bedeuten müssen, dass die anderen sich mit uns als existierender Mittelmacht überhaupt erst einmal abfinden, akzeptieren. Auch, dass uns deshalb ein Gewicht zukommt, das uns ja vorher zukam, dass wir aber nicht in Anspruch genommen haben. Deshalb konnten die anderen über so lange Zeiträume mit uns so gut leben. Das hat jetzt eben aus verschiedenen Gründen allmählich ein Ende. Und die Frage, und ich will jetzt nicht noch einmal mit dem beginnen, was ich zu Anfang gesagt habe, aber die Sorge, die ich tatsächlich habe, ist, was geschieht, wenn diese Dinge tatsächlich auf den Tisch kommen? Ja?
Und mein Vorschlag wäre, es offen angehen. Ich glaube, dass es auch in den anderen Ländern genügend Leute gibt, die willens sind, sich das anzuhören. Das ist das eine. Das zweite ist eben, ich glaube, die Deutschen müssen auch wirklich eine Entscheidung treffen. Das wurde ja von Herrn Scheil heute in seinem Vortrag auch angedeutet. Es ist eben wirklich so, wir müssen eine Option meiner Meinung nach festlegen. Entweder zugunsten der Russen oder der Amerikaner oder zugunsten unserer auch unmittelbaren europäischen Nachbarn. Ich verstehe, was die ostmitteleuropäischen Länder für Sorgen umtreiben. Das verstehe ich sehr gut. Und ich kann nicht begreifen, wie unklug sich unsere Regierung ihnen gegenüber verhält. Das ist mir unbegreiflich. Und das wäre meiner Meinung nach mal ein erster Schritt, den wir machen könnten. Ja, welche Farbe jetzt dann letzten Endes die blaue Internationale hat, ob sie blau wird oder eine andere Farbe, es ist jedenfalls so, dass wir die auf jeden Fall dringend brauchen. Ich meine, wir haben jetzt, um das ganz praktisch anzusprechen, ja nächstes Jahr die EU-Wahlen, die da anstehen und die ja von der Linken quasi zur Entscheidungswahl ausgerufen werden. Denn wenn sie gewinnen und haben nochmal diese Mehrheiten in dem EU-Parlament, die sie die ganze Zeit hatten, und das EU-Parlament kann keinerlei Einfluss darauf nehmen, was geschieht, dann wird es in dem Sinn weitergehen, wie es eben weitergeht. Das heißt, weitere Aufweichung nationalstaatlicher Kompetenzen, weitere Abgabe an die EU, an die Kommission und eben auch weitere Aufweichung des klassischen, sagen wir mal, christlich-europäisch aufgeklärten Menschenbildes zugunsten eines Menschenbildes, das man ja im Prinzip als radikalen Marxismus eigentlich bezeichnen muss. Also ich kann mich noch erinnern an eine Talkshow, eine von den Großen, Anne Will oder sowas in der Art, da saß Heiko Maas und wurde konfrontiert mit der Aussage, man könne nicht aus jedem 22-jährigen Analphabeten, der aus Somalia kommt, einen deutschen Facharbeiter machen. Da meinte der Maas, doch. Das ist ja nun wirklich ganz primitiv, ein wirklich primitiv marxistisches Menschenbild, dass der Mensch quasi ein Blatt ist, das man immer wieder neu beschreiben muss. Also erstmal sowieso ein leeres Blatt von Grund her und dann eben ein Blatt, das man auch immer wieder neu beschreiben können muss. Und das, genau das ist eigentlich das Menschenbild, das dieser europäischen Integrations- oder Superzuwanderungspolitik ja zugrunde legt, nach dem Motto, wir können jeden integrieren. Das verteilen wir dann auch schön in so kleine multikulturelle Segmente. Wer dazugehört, der kann dann auch frei wählen, sein Geschlecht kann er auch frei wählen, das gehört da ja auch mit in dieses Menschenbild hinein. Und da müssen wir eben erstens mal auf politischer Ebene, parteipolitischer Ebene, so eine blaue Internationale hinkriegen. Und auf so intellektueller Ebene einfach diesen Vulgärmarxismus entlarven, der da momentan sich als intellektuelles Konzept ausgibt. Weil wir jetzt mehrfach von der blauen Internationale gesprochen haben, diese Krawatten und diese Krawattenfarbe, die habe ich seit 10 Jahren als meine Standardfarbe gewählt. Politische Relevanz hat das erst vor kurzem bekommen. Wir können ja natürlich vieles kritisieren, also auch der Migrationsplan, der jetzt erdacht worden ist und der den Ländern schmackhaft gemacht werden soll. Aber ich glaube, man tut besser daran, wenn man eigene Konzepte auf den Tisch legt, alternative Konzepte, von denen man sagt, wie könnte man das, was der Gunnar Heinsohn, der Soziologe, uns ja prognostiziert, zwischen 200 Millionen und 400 Millionen Zuwanderer Richtung Europa, und da kann man Klammer auf sagen, Deutschland Klammer zu, was kann man anders machen, damit das nicht geschieht? Meine These ist, wenn es nicht erreicht wird, dass man deutlich macht, jeder Kontinent ist zunächst einmal für seine eigenen Menschen zuständig. Afrika für alle Afrikaner, Asien für die Asiaten, Mittelamerika, Südamerika für seine Bürger. Und wenn dort keine innerkontinentalen Fluchtmöglichkeiten sind, dann kann man in Einzelfällen helfen. Aber der Afrikanischen Union einmal klar zu machen, ihr seid für eure Menschen zuständig. Ihr müsst auch etwas tun zur Geburtenkontrolle. Ansonsten werdet ihr eines Tages euch gegenseitig verspeisen, weil es anders nicht geht. Oder aber Europa wird überrannt werden. Aber ich glaube, die Verantwortung muss man einfach deutlich mal an diejenigen adressieren, um die es geht. Und die Afrikanische Union und die Arabische Liga gemeinsam,
die muss man ins Boot nehmen oder sagen, man muss sie unter Druck setzen. Ihr kriegt überhaupt kein Visum mehr in die Schweiz, um eure Gelder abzuholen. Ihr kriegt kein Visum, wir sperren die Konten. Ihr kriegt all die Dinge, die Potentaten nämlich wollen. Sie wollen am Wohlstand teilnehmen und halten ihre eigenen Bürger klein und lassen sie darben. Nichts anderes. Und vor dem Hintergrund appelliere ich schon, und ich will sehen, ob wir das in unserer Stiftung irgendwie mal konzeptionell auch zu Papier bringen, zu sagen, es gibt eine Kontinentalverantwortung für die eigenen Bürger. Und da ist für mich der Ansatz, mit dem man erreichen könnte, eine Lösung zu finden, damit China nicht nur einfach riesige Bestechungsgelder an die Landesfürsten in Afrika gibt. Und die nehmen das natürlich gerne, aber die Arbeiter, die dann in den Minen arbeiten oder sonstige Tätigkeiten tun, die leben am Rande des Existenzminimums und dann haben sie nur noch Liebe statt Brot und das Ergebnis sehen wir am Ende. Frau Steinbach, mit der Idee einer kontinentalen Ordnung treten Sie natürlich in die Fußstapfen eines bekannten Juristen Karl Schmidt, der über die Großraumordnung geschrieben hat, als Alternative zur unipolaren Welt, zur globalisierten Welt. Es ist ein realistisches Konzept. Neulich wurde mir der Name Alexander Dugin, der mir so noch nicht bekannt war, des russischen Theoretikers der internationalen Beziehungen genannt. Und eine westliche Zeitung hat ihn als den gefährlichsten Mann der Welt bezeichnet auf dem Cover. Und dann habe ich gesagt, das musst du lesen von Herrn Dugin. Der hat nämlich auch so eine Idee der Kontinente oder der Großräume, vielleicht auch der Zivilisationen. Und ich lese da ein höchst differenziertes Buch eines Denkers der internationalen Beziehungen. Aber es erscheint natürlich, in Deutschland ist es beim klitzekleinen Verlag erschienen, anders kriegt man es ja nicht mehr raus. Die großen Verlage trauen sich das ja nicht. Also zum Beispiel ist Massenmigration als Waffe der bekannten amerikanischen Politikwissenschaftlerin Kelly Greenway in Amerika bei Cornell University Press erschienen, einer der bekanntesten Universitätsverlage, und in Deutschland hat sich nur Kopp getraut, das zu bringen. Das muss man mal sagen, so ist das dann. Also diese Idee der Großraumordnung, der Kontinentalordnung, die könnte ja funktionieren. Ich meine, Europa war ja auch mal so gedacht, irgendwie als nicht als Superstaat, aber doch als ein kontinentales Gebilde, das sich auch in diese Idee einfügt. Und da müsste man vielleicht dran weiterarbeiten. Ja, also zu Alternativen. Sicherlich können die Deutschen ihr Budget etwas anders gestalten. Und anstatt so viel Geld für die Migranten zu Hause in Deutschland auszugeben, können Sie etwas mehr zur Seite legen und das Geld nutzen für Bildung von Infrastruktur in Afrika und in anderen Ländern, helfen diesen Menschen, also um Arbeitsplätze zu schaffen und so weiter. Es wird letzten Endes sehr viel weniger kosten, als die Menschen hier in Deutschland zu bewirtschaften. Aber zurück zu meiner Idee oder was hier bereits angesprochen worden ist, über die Täuschung. Eine der größten Täuschungen im menschenrechtlichen Bereich heutzutage ist, dass die Migration ein Menschenrecht ist. Migration ist kein Menschenrecht. Das werden Sie nicht. Werden Sie nicht den Pakt über bürgerliche und politische Rechte sehen, da werden Sie nicht den Pakt über Wirtschafts-, soziale und kulturelle Rechte sehen. Das ist eine Erschaffung der Presse, der Medien, derjenigen, die diese Vision haben. Und wie ich geschrieben habe in meinen Artikel über Fake Law, Fake History, Fake Facts, I mean, das Problem hier ist, dass Sachen, die kein Recht sind, werden irgendwie als Recht bezeichnet und das wird von der Presse übernommen und alle Leute kriegen den Eindruck, nee, es ist doch ein Menschenrecht, wir können nicht gegen die Menschenrechte sein, also wir können nicht gegen die Migration sein. Ich darf hinweisen, wir haben in den Vereinten Nationen ein Convention on the Rights of Migrant Workers. Das ist eine Konvention von 1990. Es ist zwar
in Kraft getreten, aber es sind extrem wenige Staaten, die bereit waren, diese Konvention zu ratifizieren. Und also der Migrationspakt ist insofern für diejenigen, die diese Vision der Welt haben und diese Vision verkaufen wollen, ist wirklich eine absolute Täuschung, denn man will auf diese Art durch den Soft Law will man dann Druck auf die Parlamente ausüben, so dass, obwohl es kein Völkerrecht ist, wird es durch die Täuschung irgendwie doch noch zu nationalem Recht. Und das muss man vermeiden. Wir haben ja zwei weitere hervorragende Staatsrechtler im Publikum. Einer davon Kollege in unserem Kuratorium. Herr Schachtschneider, Sie hatten auch einen Diskussionsbeitrag. Wenn Sie ganz kurz... Also ich will jetzt die Diskussion hier nicht in irgendeiner Weise kritisieren. Sie war erstklassig. Ja, und ich bin persönlich außerordentlich dankbar, dass es der Stiftung gelungen ist, Herrn Dezaja hier nach Berlin zu holen. Also... Es gibt keinen besseren Kenner des Selbstbestimmungsrechts der Völker und der Menschenrechte als Herrn Dezaias. Und ich wage das zu sagen, weil ich mich auch ein bisschen damit beschäftige. Also lieber Herr Dezaias, jeder Satz, den Sie gesagt haben, war richtig. Ja? Und das sage ich nur zu ganz wenigen Äußerungen. Aber ich möchte eine Ergänzung machen. Nur eine Ergänzung. Informativer Art. Ich führe ja den Prozess auch gegen CETA, nicht? Das Freihandelsabkommen mit Kanada. Und schon in der mündlichen Verhandlung zum Antrag auf einstweilige Anordnung ist ja die allerschlimmste Passage zu den Investor-Staat-Schiedsgerichtsbarkeiten herausgenommen worden aus der vorläufigen Anwendbarkeit. Also diese Passage, die Sie auch mit Recht kritisiert haben, die wird wohl kaum durchgehen. Wir haben nur Schlimmes zu erwarten vom Europäischen Gerichtshof, der die manchmal ja auch richtigen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts eben dann umdreht, ins Gegenteil, wie also zum Beispiel im OMT-Prozess und in anderen. Und das liegt ja jetzt beim Europäischen Gerichtshof. Aber diese Frage dieser Investor-Staat-Streitigkeiten ist gar nicht mehr dabei, weil sie herausgenommen wurde, nicht aus dem Vertrag bisher, aber aus der vorläufigen Anwendbarkeit. Und das ist schon von großer Bedeutung. So, das ist der eine Information. Dann will ich auch eine weitere Information zu dem schönen Vortrag von Frau Steinbach sagen. Das Bundesverfassungsgericht hat in dem Lissabon-Prozess, den ich auch geführt habe, also jedenfalls die Verfassungsbeschwerde geschrieben habe, klargestellt, dass der Schritt zu einem Bundesstaat Europa, zu einem, der unitarisch wäre oder sagen wir zentralistisch, eben wie Sie auch gesagt haben, die Volksabstimmung voraussetzt, das heißt nicht nur eine Volksabstimmung, sondern eine neue Verfassungsgebung in Deutschland, die natürlich eine Volksabstimmung impliziert. Ja? Also da ist eine gewisse Sicherheit. Das Problem ist nicht die Souveränität. Im Lissabon-Urteil führt das Bundesverfassungsgericht 26 Mal das Wort Souveränität an. Die Souveränität steht, sie ist ja nichts anderes als die Freiheit der Bürger. Und deswegen von Ewigkeitswert. Denn die Menschenwürde, ständige Rechtsprechung vom Bundesverfassungsgericht, hat zunächst einmal mit Kant zum Inhalt die Würde des Menschen, die Unantastbarkeit der Würde des Menschen. Daraus können natürlich keine einzelnen subjektiven Rechte hergeleitet werden, wie das Bundesverfassungsgericht ständig zu unserem Schaden tut. Aber eins ist klar, eins gehört dazu, die politische Freiheit. Das ist die politische Freiheit der Bürger und die kann natürlich nur wahrgenommen werden in den Völkern. Also in den Einheiten, die sich dann selbstbestimmt bilden, wie die Katalanen das vorführen. Ja, jetzt kommen die anderen Dinge. Nur das ist auch beruhigend, dieser Punkt. Ganz kurz noch zum europäischen Integration. Man muss einfach mal sehen, der Fehltritt war nicht erst der Lissabon-Vertrag oder der Maastricht-Vertrag, sondern schon der Binnenmarkt. Der Binnenmarkt ist nicht lebbar. Und das kommt Deutschland zugute, weil es volkswirtschaftlich nun mal die stärkste Nation ist und die anderen Länder sind überhaupt nicht wettbewerbsfähig, auch Frankreich nicht, Italien schon gar nicht.
Also ist der Binnenmarkt von vornherein zum Schaden der europäischen Völker mit weltweiter Wirkung. Das will man ausgleichen, das war die Triebfeder für den Euro, durch einen weiteren Fehltritt, nämlich die Währungsunion, die also die Abwertung ausschließt. Und das hat den Schaden erheblich vergrößert. Der ganze Exportvorteil Deutschlands ist nichts anderes als ein völkerrechtswidriges Dumping. Ja? Ein Preisdumping. Das muss man einfach mal sehen. Bei allem Stolz der Deutschen auf ihren Erfolg, der Wirtschaft, man muss einfach auch sachlich bleiben. Sie haben dazu aufgefordert, Frau Steinbach. Das ist völlig richtig. Nur noch, ja, Finanzausgleich ist also eine Notwendigkeit, wenn man den Binnenmarkt erhalten will. Und deswegen leiden wir darunter zum Migrationspakt, wenn Sie noch erlauben. Weil ja immer durch die Gazetten geht, da ist ja nur eine Absichtserklärung. Ja, das ist natürlich eine grobe Irreführung. Der Migrationspakt, eine Liebeserklärung an die Migranten, so Grabow Steingart heute in seinem Morning Briefing. Also ist voller positiver Vokabeln zur Migration. Der erklärt sich selbst nicht für völkerrechtlich verbindlich. Also ist eine ganz raffinierte Formel, ja, die nur ganz wenige verstehen. Das heißt, nur ein Staat hat nicht gegen den anderen Staat einen Anspruch, der sowieso kaum durchsetzbar ist, weil es keine Vollstreckungsmöglichkeiten gibt. Völkerrecht hat nun mal seine eigene Verbindlichkeitsordnung, aber er steht sofort im zweiten Passage, sofort, Herr Oette, sofort in der zweiten Passage, er ist ja wirklich ein furchtbarer Kollege, dass er gründet auf den Verbindlichkeiten, die die Erklärung von New York von 2016 zu den Migranten formuliert hat. Ich habe mir das angeguckt, ich muss mich ja damit leider beschäftigen. Das sind ungefähr 50 Mal kommt das Wort vor, wir verpflichten uns. Und genauso kommt auch im Migrationspakt, wir verpflichten uns ständig vor. Und das heißt, er hat doch verpflichtende Wirkung. Und ich weiß aus der forensischen Praxis, wie der Europäische Gerichtshof und andere Gerichte aus solchen Erklärungen, Softlaw, harte Verbindlichkeit begründen, wie zum Beispiel aus den Grundfreiheiten von... Herr Kollege Schachschneider kennt das schon, dass wir da dann mit den Zeiten arbeiten müssen. Aber vielen Dank für die Beiträge, sehr wichtig und sehr bereichernd. Wie bekommen wir Recht und Moral zusammen? Wie bauen wir eine Friedensordnung in Europa, auf der wir dann in die Zukunft blicken können? Das ist die Frage und Herr Weißmann. Ja. Ich möchte doch nochmal auf eine, sagen wir mal vorsichtig, innere Spannung zwischen zwei Aspekten hinweisen. Also es wurde heute eigentlich den Tag immer stark gemacht. Was wir uns vorstellen, ist ein Europa der Vaterländer. Das heißt also eine Konföderation, eine Eidgenossenschaft, wie auch immer man das bezeichnen will. Wenn wir uns jetzt aber plötzlich vorstellen, wir bräuchten eigentlich eine Art Großraumordnung, dann wird das nicht möglich sein ohne ein organisierendes Zentrum. Die Versuche der Vergangenheit, ein solches organisierendes Zentrum zu schaffen, haben entweder zu Kriegen geführt oder sind also bereits im Ansatz gescheitert. Ich bin deshalb etwas skeptisch. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Grund meiner Skepsis ist, ich glaube einfach nicht daran, dass, was auch immer die Afrikanische Union sein mag und die Arabische Liga, dass es sich dabei um irgendwelche Verbände handelt, die dem, was wir hier in Europa jetzt schon kennen und auch als Normalität betrachten, vergleichbar sind. Meiner Meinung nach lehrt die Erfahrung, dass das, was außerhalb Europas als eine Nation gilt, für die Einwohner der betreffenden Länder niemals den Grad der Verbindlichkeit und auch der inneren, gefühlsmäßigen Verbundenheit mit sich bringt, die wir hier in Europa als Normalität betrachten. Mit ganz wenigen Ausnahmen, vielleicht Japan würde ich konzidieren, gibt es das sicherlich auch. Aber alles, was ich über Afrika, über große Teile Lateinamerikas weiß, ist, dass man dort eben ein gigantisches Problem damit hat, den Bürgersinn zu speisen, der ja letztlich tatsächlich aus der Vorstellung resultiert, dass man auch mit Menschen, mit denen man nicht verwandt ist, die man nicht persönlich kennt, tatsächlich in einem Verpflichtungsgefühl
aneinandergebunden ist. Und ich weiß deshalb nicht, wie man auf anderen Kontinenten irgendeine Organisation, es sei denn, sie arbeitet mit reiner Gewalt, dazu bringen will, ordnend einzugreifen. Das gilt übrigens, ich muss sagen, enttäuschenderweise, ja vor allen Dingen für den arabisch-islamischen Raum. Denn es hat ja bisher keine einzige Hungerkatastrophe gegeben, keine einzige humanitäre Katastrophe gegeben, von der primär Muslime betroffen waren, bei der die reichen muslimischen Staaten willens gewesen wären, einzugreifen. Sie tun es ja nicht. Ja? Und unter dem Gesichtspunkt ist es dann offenbar auch nichts mit der Umma und man kann das dann eben nicht vergleichen mit dem christlichen Prinzip der Brüderlichkeit. Das geht eben nicht. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich bedauere das sehr. Ja? Aber ich sehe leider eben dafür kaum irgendeinen Ansatzpunkt, von dem wir aus agieren könnten. Herr Doch. Herr Dr. Weißmann, Sie haben natürlich recht. Die Arabische Liga fühlt sich überhaupt nicht verpflichtet. Und die Afrikanische Union kann man mit der Europäischen Union nicht vergleichen. Es hilft nur, Druck aufzubauen. Man muss Druck aufbauen. Aber solange in Europa, in der Europäischen Union und insbesondere in Deutschland die Vorstellung vorhanden ist, wir müssen den Menschen helfen, so den Menschen, weltweit den Menschen helfen, solange wird auch kein Druck aufgebaut werden, weil dieses Signal sich natürlich in Zeiten des Internets verbreitet. Schneller als wir gucken können, wissen dann in Afrika Menschen, dass ihnen hier geholfen werden soll, dass man hier helfen möchte. Und deshalb ist es die Aufgabe Deutschlands und der Europäischen Union, alle Möglichkeiten auszuloten, mit denen man Druck aufbauen kann und sagen, ihr müsst für eure Menschen auf dem Kontinent selber da sein. Und Mittel würde ich nur noch verteilen über die Vereinten Nationen, nicht mehr als Entwicklungshilfe einzelner Staaten, weil die Milliarden, es sind ja Billionen an Entwicklungshilfe nach Afrika geflossen und es hat sich nichts gebessert. Es hat sich wirklich nichts gebessert. Und vor dem Hintergrund braucht man eben Überlegungen, dass darüber denkt niemand nach. Ich stelle das immer wieder fest, wenn ich das anspreche, da kann man nichts machen. Also wenn man an eine Sache herangeht und sagt, dann kann man nichts machen, dann wird auch nichts daraus. Ich sage, man muss es machen. Und ich glaube, wir sollen alles daran setzen. Ja, ich schicke voraus, ich bin persönlich als Lutheraner aufgewachsen. Dennoch kommen mir immer wieder Zweifel an der sozusagen politischen Folgewirkung dieser Religion, weil der protestantische Teil Europas nimmt einfach Worte ernst, der katholische nicht. Der katholische hat recht, ne? Das ist ganz klar. Ich meine, haben Sie je über eine, und die Italiener sind blendende Redner, das sind hochintellektuelle Leute, die Politiker dort, aber über eine Politikerrede wird dort nicht geredet, über dessen Freundinnen, dessen Finanzen, mit wem, gegen wen, aber die Worte weg. In Tschechien, so what? Nicht, niemand. Nur Deutschland und vielleicht Frankreich nehmen dieses Gesumse ernst. Da ist die Talkshow-Thema. In Tschechien haben sie Wahldiskussionen, 9 Parteien sprechen, ob man die Abfahrt Prerau bauen soll oder nicht. Sie können sich die Begeisterung vorstellen. Das findet anders statt. Und daher glaube ich auch, was wir tun müssen für diese Zuwanderungsfrage, da geht es um Leute, die nicht Worten lauschen, sondern da geht es um harte Fakten und um viel Geld. Die Sache ist einfach die, wir haben einige wenige Grenzländer im Süden und die sagen mit Recht, warum sollen wir uns die Mühe machen, die aufzuhalten, wenn wir nichts dafür kriegen? Von den Schleppern kriegen wir mehr. Wir müssen leider Gottes die Schlepper einfach überbieten. Die Schaltstelle in Italien ist die Mafia, die momentan mit den Schleppern arbeitet. Die Mafia ist ja pragmatisch, die ist nicht ideologisch. Die würde für uns arbeiten und müssen mehr zahlen. Ich fürchte, darauf kommt es raus. So, ganz schnell 5 Punkte zu europäischen Friedensordnungen und Friedensinitiativen. Erstens, verhandeln mit den Vereinigten Staaten, mit Russland, mit China, um nuklearen und konventionellen Abrüstung zu schaffen. Denken Sie mal, wir haben in den Vereinigten Staaten einen Haushalt, ein Budget von 1000
Billionen, also so 1000 Milliarden, was wir nennen in Englisch Trillion, Trillion Dollar Budget für das Militär. Nun, also das größte Gefahr, also für den Frieden in der Welt, ist eben diese Militär, industrielle, finanzielle Komplex. Und die Korruption in diesem Bereich ist enorm. Dann Abrüstungsinitiativen der UNO-Abrüstungskonferenz in Genf unterstützen. Also wir haben eine Abrüstungskonferenz in Genf. Sie ist jetzt im letzten Jahr etwas aktiver geworden, aber da müssen wohl die Europäer also die Führung nehmen. Dritter Punkt, also hier Mediation. Man kann also viele Konflikte durch Mediation lösen. Unter anderem eine Mediation im Punkte der Selbstbestimmung der Katalanen, der Korsikaner und so weiter und so fort ist notwendig und ist möglich. Ein vierter Punkt, Waffengeschäfte sollen also gekippt werden, sollen gekürzt oder abgeschafft werden. Vor allem, es ist so eine Schande, dass man, also die Engländer, obwohl auch die Kanadier, die Franzosen und so weiter, Unmengen Waffen an Saudi-Arabien verkaufen. Also das ist mit einem genozidialen Krieg in Jemen, es ist ein Skandal, dass auch Deutsche Geld verdienen an diesen Töten. Und noch ein Punkt, also keine Schaffung von Feindbildern. Also ich habe satt, und habe ich es sehr viel in Deutschland und sehr viel in den UNO erfahren, diese ständige Russia-Bashing, diese Putin-Bashing. Also man braucht Putin nicht zu mögen oder Russland nicht zu mögen, aber also diese Feindbild ist künstlich, ist falsch. Und daraus also gibt es Konsequenzen, das muss auch abgeschafft haben. Vor allem die Absurdität der Sanktionen gegen Russland, die natürlich zu Gegensanktionen geführt haben, die die Geschäftsleute in Frankreich, in Deutschland, in Spanien schwer getroffen haben. Eine Ergänzung. Ganz kurze Ergänzung, der Außenhandel mit Russland ist um 60% plus zurückgegangen. Hauptleidtragende sind die Deutschen, die Österreicher. 60% Rückgang. Amerika macht weiter Geschäfte mit Russland. Das kommt auch nicht so durch die Medien. Der Außenhandel ist gestiegen, der amerikanische mit Russland. Ja, also die letzten Beiträge haben mich nochmal an Oscar Wilde erinnert, der ja gesagt hat, als ich jung war, da habe ich geglaubt, das Geld regiert die Welt. Heute weiß ich, es stimmt. Ich hätte mich jetzt gar nicht so getraut, deutlich anzusprechen, dass natürlich dieser astronomische Militäretat, den die USA haben, seit Jahrzehnten eine kriegstreibende Wirkung allererster Güte hat und dass es dafür eine gewaltige Menge an Menschen gibt, die davon profitieren und auch andere in gewissen Ausländern, Auslanden wie in Saudi-Arabien, die natürlich gerne auch diese Waffen kaufen, dass das alles ein Riesengeschäft ist, dass wir mit gutem Willen, ob er protestantisch oder katholisch formuliert wird, letzten Endes nicht werden so einfach kippen können. Es ist, wenn wir darüber nachdenken, was wir jetzt so gesagt haben, ich habe ja dafür plädiert, Sie haben die drei Möglichkeiten nochmal skizziert, Bündnis mit Russland, Bündnis mit den Vereinigten Staaten, Bündnis der Europäer untereinander. Also ich bin stark für Letzteres. Die Frage ist, wie wir das hinkriegen. Da gibt es keinen einfachen Weg dahin. Das ist tägliche Arbeit. Das kriegen wir jetzt ja auch schon mit in Vorbereitung EU-Wahl, Ausgleich mit anderen Parteien, die im Prinzip die blaue Internationale stellen. Aber es gibt eben eine Menge kultureller und nationaler Eigenheiten, die dem im Weg stehen. Das ist ganz klar, das ist vielleicht auch der Grund, warum wir, sagen wir mal, politisch immer etwas in der Defensive sind, denn diese One-World-Ideologie, wir geben es hier alles auf, es wird alles einheitlich und so weiter, die hat natürlich was Verführerisches, so was Endzeitliches. Wenn wir der Pragmatik entgegensetzen, was wir bestimmte Dinge nicht wollen, dass wir dieses Menschenbild nicht haben, dass wir es auch für idiotisch halten, dass wir darauf setzen, dass Völker und Nationen sich selbst regieren und zugleich in Frieden leben, dann ist es nicht so sexy wie das linke Weltbild, das die anderen haben. Trotzdem müssen wir darauf bestehen, es ist das realistische Weltbild und es ist das, was in die Zukunft führt. Applaus
wir müssen hier um Punkt 16 Uhr beenden. Wir werden kurz vorher enden. Ich habe ein, zwei nüchterne Anmerkungen, einfach wie es sein könnte, auf das, was Dr. Scheil gesagt hat. Wir haben ja eine Organisation in Europa, die in den 90ern stark in den Hintergrund gedrängt wurde. Das ist die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die eigentlich die europäische Rolle haben sollte, wo dann auch ganz Europa drin ist. Das ist aus geostrategischen Interessen nicht gewollt von einigen. Die NATO, die Entwicklung der NATO macht mir Sorgen, von einem Verteidigungsbündnis, defensiven Verteidigungsbündnis zu einem Interventionsbündnis. Ein Kapitel meiner Dissertation vor mittlerweile über 20 Jahren war auch darüber, wie man es schaffen konnte, die deutsche außenpolitische Doktrin so verändern. Nach dem Krieg haben wir gesagt, nie wieder in einem anderen Land, nur noch defensiv. Und innerhalb weniger Jahre ist das in den Köpfen gedreht worden. Und das hat mich schon überrascht, wie schnell das ging. Also die OSZE ist eigentlich der Ort, wo das passieren sollte. Der zweite Kernpunkt ist die deutsch-französische Achse, wie sie immer genannt wird. Und da möchte ich den Kollegen Hans-Werner Sinn zitieren, der ja wirklich unbedenklich ist, obwohl er auch mal eine Weile nicht so häufig in den Talkshows war, der gesagt hat, es geht nur, also der Euro hätte getauscht werden müssen gegen eine gemeinsame Atomstreitmacht. Wir brauchen natürlich eine kontinentale europäische Streitmacht oder irgendeine Möglichkeit abzuschrecken. Wir können uns da nicht auf raumfremde Mächte, wie man das so sagen würde, verlassen. Und das muss in Europa passieren. Dazu ist der Weg natürlich noch sehr weit. Wir sind jetzt, Sie haben jetzt die Gelegenheit, die Fragen uns anzuschauen. Sind denn welche gekommen? Falls jemand dazu noch kommentieren will, dann kann ich die Fragen lesen. Ah ja, ja gut. Wie lange braucht er? Wissen Sie das? Fangen wir gleich. Welche Vision gibt es dann, die wir den 1 Million Afrikanern aufzeigen können? Religion, Tradition als Fragezeichen, 7 Kinder und so weiter. Also welche Vision können wir, wie können wir Afrika helfen, sich selber zu helfen? Also ich bin davon überzeugt, das muss in Afrika selber geregelt werden. Die Vorstellung, dass wir die Wege aufzeigen können, halte ich für utopisch. Es sind Völker ganz unterschiedlicher Art und Weise. Und viele Probleme Afrikas liegen ja in der Tatsache, dass nach der Kolonialzeit die Grenzen wie mit einem Lineal gezogen worden sind, quer durch Volksstämme, quer durch kulturelle Identitäten. Da liegt schon der Sprengsatz drin. Aber man muss den afrikanischen Staaten sagen, ihr habt unendlich viel Bodenschätze. Die haben ein Reichtum, von dem können wir in Deutschland nur träumen. Wir haben außer Kohle und ein paar andere Sachen, Kalium oder sowas, haben wir nichts in Deutschland. Aber Afrika ist steinreich, steinreich. Und vor dem Hintergrund muss man sagen, wir können, ihr seid selbstständig, ihr habt eure Selbstständigkeit wiederbekommen, dann nutzt sie doch bitte schön auch. Also immer diese Betreuungsmentalität halte ich für verheerend und es hilft auch nicht weiter. Es sind viele Fragen gekommen. Ich schlage folgendes Format vor, ich verlese die Frage und dann wird derjenige aus dem Podium, der sich da am meisten berufen fühlt, diese Frage beantworten, damit wir noch ein paar Fragen durchbekommen. Für wie wahrscheinlich halten Sie eine Entwicklung in Europa zu Totalitarismus und Diktatur verglichen mit der Situation in der Römischen Republik Augustus? Na gut, die Analogie wird ja relativ oft gezogen. Also es gibt David Engels zum Beispiel, sagt ja quasi voraus, dass wir nicht unbedingt in eine Diktatur schlittern, aber dass die Bürokratie, sprich die EU-Bürokratie, irgendwann völlig faktisch die Macht einfach haben wird und dann so vor sich hin ticken wird, wie ja auch die römische Bürokratie über die Jahrhunderte vor sich hingetickt hat. Dann gibt es dann oben dran irgendwelche Figuren, die nennen sich Kaiser, sind quasi die Identifikationsfiguren, aber haben letzten Endes auch nicht so wirklich viel zu sagen. Eigentlich handeln tut die Bürokratie und deren höherer Teil. Das kann durchaus sein, dass es sich die Europäische Union, so wie sie jetzt geplant ist momentan, wenn sie der Einheitsstaat wird und die nationalstaatliche Ebene abgeräumt wird, sich genau dahin entwickeln wird, dass dann der ganze Kontinent mit 500 Millionen Einwohnern von 20.000 Bürokraten in Brüssel regiert wird. Darauf kann es ohne weiteres hinlaufen.
Fußnote. Nur eine Fußnote. Diejenige, die noch nicht gelesen hat, Senecas De Vita Beata über das glückliche Leben, werden Sie sehen, dass er da tatsächlich über die Selbstbestimmung des Menschen und vor allem der warnt, vor allem nicht die Herrmentalität, vor allem sich nicht gezogen fühlen von der Masse. Sie müssen ein Individuum bleiben und sie müssen sich selbst entscheiden können. Herr Kollege de Sayas, die nächste Frage ist auf Sie gemünzt, das sehe ich hier schon. Kontinuität einer antideutschen Welt, Klammer auf Wirtschaftsklammer zu, Ordnung Versailles, Teilung 45, Maastricht, Lissabon, Notwendigkeit des Rollback des UNO-Pseudo-Internationalismus. Naja, ich habe Sympathie mit der Frage. Ich könnte darüber stundenlang reden und das wäre nicht im Sinne der Veranstalter. Aber ein Rollback, im Grunde genommen, wenn wir die UNO-Pakte, die UNO-Resolutionen ernst nehmen würden und mit gutem Willen, ohne Diskriminierung, ohne Willkür anwenden würden, wäre absolut kein Problem. Das Problem liegt in der Korrumpierung der Sprache, der Resolutionen, der Pakte, wo, wie ich schon sagte, wo das Völkerrecht umgedreht wird und gegen das Völkerrecht gebraucht wird, wo die Menschenrechte gegen die Menschenwürde gebraucht wird. Das habe ich tagtäglich gesehen in meiner Arbeit im Büro des Hochkommissars für Menschenrechte, wo leider Gottes die Welt ist, wie die ist. Und viele sogenannten Menschenrechtsmitarbeiter sind Karrieristen, sind Opportunisten. Sie sind da, weil es ein sehr schönes Gehalt ist und aufpasst, weil man Mitglied des Clubs der Good Guys sein will. Man will sich fühlen, wir sind für die Menschenrechte. Darum sind wir per Definition die Guten. Und da spielt da eine Rolle. Das einzige, die einzige Lösung oder Antidote zu dieser Situation ist die Aufrichtigkeit, der Anstand, dass man tatsächlich das sagt, was man will. Und dass man tatsächlich die Karten auf den Tisch legt. Aber es wird hier natürlich schmutzig gespielt und das wird sich nicht ändern. Ne? Also ich habe absolut keine Hoffnung, dass in den nächsten Jahren sozusagen das Verfahrensweise des Menschenrechtsausschusses oder des Menschenrechtsrates oder des Hochkommissars für Menschenrechte ändern will. Was ich sehe in der Menschenrechtsindustrie ist im Grunde genommen, man will sozusagen den Status quo womöglich halten. Diejenigen, die Privilegien haben, wollen ihre Privilegien behalten. Und natürlich die Situation mit Deutschland. Deutschland ist lange Zeit also die Milchkuh gewesen. Und man will also Deutschland weiterhin als die Milchkuh haben, als Spanien übrigens. Will Katalonien weiterhin als eine Milchkuh haben. Und deshalb wird Katalonien nicht in die Unabhängigkeit entlassen. Nächste Bemerkung oder auch Frage. Sollte es gemäß des Selbstbestimmungsrechts der Völker eine Unabhängigkeit von Sachsen oder Baden-Württemberg oder Bayern geben, wenn diese Bundesländer es wünschen? Ja, da kommt ja auch noch, soll es ein Sezessionsrecht für Gemeinden geben, wie es in Liechtenstein der Fall ist? Also ganz schnell. In meinem Bericht an die Generalversammlung, Bericht 2014, Dokument A-69-272, 272,
Also da sind alle die Kriterien, wer was wie, also an das Selbstbestimmungsrecht gelangen wird. Wobei zu bemerken ist, dass Selbstbestimmungsrecht nicht Sezession bedeutet. Selbstbestimmungsrecht kann ausgeübt werden in der Form einer großzügigen Autonomie, den Föderalismus. Es kann natürlich zu Unabhängigkeit führen, aber vor allem, und das habe ich auch den Vertretern, denn ich habe natürlich mit der spanischen Regierung eine Mediation versucht, ohne Erfolg. Und ich habe den Assessoren von Rajoy erklärt, lassen Sie den Katalanen ruhig ihre Volksabstimmung durchführen, aber verlangen Sie mindestens Teilnahme, um es gültig zu sein, weil es ist eine sehr wichtige Frage ist, muss mindestens 70% der Bevölkerung wählen. Und von jenen 70% müssen mindestens 2/3 für die Unabhängigkeit stimmen. Wäre es so gewesen, ich bin überzeugt, die Katalanen hätten nicht, sie hätten die 70% erreicht, das ja. Aber sie hätten die 66,6% nicht erreicht und damit wäre es höher gewesen. Und was ich für absolut abenteuerlich halte, ist, dass am 1. Oktober 2017 alte Frauen wirklich zusammengeschlagen worden sind. Ich habe Menschen interviewt, die Augen verloren haben, denn man hat geschossen mit Gummi. Geschosse, man hat Augen verloren, die Verletzungen sind über 1000 Menschen verletzt und ins Krankenhaus geliefert und dann sagt also der Minister in Spanien, das sei Fake News. Ja, ja. Fake News, ein weites Feld. Ich habe hier noch eine Frage, Nationen-UN-Migrationspakt. Nach 1918, 19 und 1945 war die Bildung von homogenen Nationen auch mit der Idee verbunden, dass damit Konflikte, insbesondere Minderheitenkonflikte, verhindert werden können. Heute soll das Gegenteil gelten. Möchte das jemand kommentieren aus dem Podium? Dr. Weißmann. Also es wurde ja heute auch schon über Vertreibung gesprochen. Meiner Meinung nach ist ein entscheidender Aspekt, die erste Vertreibung, heute praktisch völlig vergessen, war die der Deutsch-Elsässer und Deutsch-Lothringer, betraf etwa 300.000 Personen, die unmittelbar nach dem Einrücken der französischen Truppen in diese Regionen aus dem Land vertrieben wurden im Laufe von etwa einem halben Jahr. Natürlich ging es damals einfach schlicht und ergreifend um die Staatsnation Frankreich. Die Franzosen waren entsetzt, dass 90% der Elsässer kein Französisch sprachen und auch kein Französisch verstanden. Das hat sie in keiner Weise interessiert. Das heißt, natürlich hat bei alledem immer der Machtfaktor eine Rolle gespielt und das Homogenitätsargument kam nur ins Spiel, wenn es passte. Wenn es nicht passte, interessierte das ja auch nicht. Und insofern würde ich sagen, hat sich nicht besonders viel geändert. Das ist eben tatsächlich so, relativ homogene Bevölkerungen stellen einen großen Vorteil dar. Sie sind aber nicht so leicht beherrschbar. Sie entwickeln einen ausgeprägten Eigenwillen möglicherweise. Und vor allen Dingen einen ausgeprägten Selbstbehauptungswillen. Wenn Sie die betreffenden Gruppierungen eben entweder unter Druck halten oder aber aufkäschern, ethnisch, dann ist eben die Möglichkeit, die Betreffenden schlicht und ergreifend durch Spaltung zu manipulieren oder aber die einzelnen Gruppen gegeneinander auszuspielen, einfach viel eher gegeben. Insofern glaube ich, was sich als Kontinuum durchzieht, das ist ein Interesse daran, mit diesem Argument so oder so zu verfahren, um bestimmten Gruppierungen ihre Machtmöglichkeiten zu erhalten. Um mehr geht es da meiner Meinung nach gar nicht. Ich habe eine letzte Frage, auf die es vielleicht eine ganz kurze Antwort gibt. Wir müssen langsam hier zum Schluss kommen. Ist es möglich, dass Deutschland sich eine neue Verfassung geben kann? Wenn ja, wie? Zum Beispiel Petition oder Volksentscheid? Gottes Willen, nein. Das ist immer der Glaube des Juristen an den Buchstaben. Was hat eine Verfassung je geändert? Ein toller Tscheche hat im 19. Jahrhundert mal gesagt, 20 böhmische Millionäre sind ein größerer Gewinn für das Volk als die schönsten Sprachenverordnungen. Und so ist es. Eine Verfassung braucht viel zu lang und ändert gar nichts. Ich lasse die vielfältigen Beiträge im Raum stehen. Wir haben gesprochen über Migration.
Wir haben gesprochen über eine Raumordnung, wir haben gesprochen über Fake News, über die Psychologie, die Europa trägt und die Europa tragen könnte und die negative Psychologie, die abzuwehren ist. Wir haben viele Themen aufgemacht. Dies ist der erste Kongress der Desiderius Erasmus Stiftung. Ich freue mich, dass so viele da sind, dass das Niveau der Beiträge so hoch war, auch so vielfältig. Ihnen allen und vor allem den Referenten ganz herzlichen Dank fürs Mitmachen.